Finn hat am Strand ein Schiffswrack gefunden. Dort hat er eine Schatzkarte entdeckt. Auf dieser stand: Ich besuchte die spektakulärste Höhle, die ich je gesehen habe. Unter diesem Satz folgte eine Wegbeschreibung. Während Ben der Wegbeschreibung folgt, schauen wir uns die beiden Vergangenheitsformen an. Dabei betrachten wir das Perfekt und das Präteritum. Schauen wir uns einmal diese beiden Sätze genauer an. Ben hat eine Schatzkarte gefunden. Jemand entdeckte eine Höhle. Kannst du die Verben in diesen Sätzen finden? Hat, gefunden und entdeckte. Siehst du, dass der erste Satz zwei Verben besitzt? Dieser Satz ist im Perfekt geschrieben. Für das Perfekt benötigst du immer ein Hilfsverb. Hier ist es eine Form von haben, nämlich hat. Ein Hilfsverb hilft den Vollverben bei dem Bilden von Sätzen. Zusammen mit dem Hilfsverb siehst du hier eine Form eines Vollverbs, gefunden. Der zweite Satz ist im Präteritum geschrieben. Für das Präteritum benötigst du nur eine Form eines Vollverbs. Du erkennst das Präteritum oft an einem T in dem Verb. Entdeckte. Ben ist zum Eingang der Höhle gegangen. Als erstes stand auf der Schatzkarte: Ich hüpfte über 5 Steine. Kannst du auch hier die Verben erkennen? Ist gegangen und... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!